Ja, und jetzt kommen wir zurück zu Super Mario Odyssey und ja. Ich habe einen Tipp, wenn man den Controller mit dem Frosch schüttelt, dann hüpft der Frosch höher und dann kommt dieser blöden Mond. Ja, das war tatsächlich des Rätsels Lösung. Auch wenn die mich ein wenig annervt. So. Und hier, bevor wir in den Turm gehen, müssen wir dieses Kunsträtsel lösen. Ja. Blau, schwarz, keine Ahnung. Grau, grau. Also ich glaube, es ist ein Mond, aber der Mond ist ja nicht blau. Also wir müssen auf jeden Fall in ein anderes Land und in dem Bild muss ja der Hinweis sein, in welches Land wir müssen. Und das Problem ist, das Einzige, woran ich daran denken kann, ist der Mond. Also dieser Halbkreis, dass der irgendwo aufgeht. Und ich finde, in anderen Rätseln war das alles immer ziemlich klar. Und da mir einfach keine andere Assoziation zu diesem blöden Ding einfällt, würde ich halt sagen, das muss halt irgendwo beim Mond sein. Das, also, ne, das ist jetzt halt mehr oder weniger geraten. Ne? Ich meine, aber sonst würde da halt irgendein Hinweis auf ein anderes Land sein. Und das finde ich, sehe ich nicht. Aber beim Hutland, das war ja eindeutig, ne? Deswegen versuchen wir es jetzt tatsächlich einmal im Mondland. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Wenn nicht, fliegen wir halt wieder weg. Aber mir fällt einfach keine andere Assoziation ein. Deswegen. Oh, im Mondland ist natürlich Mondquader. Aber ich glaube, wir wollen erstmal das Hutland abschließen, bevor wir uns mit dem Mondquader hier auseinandersetzen, oder? So. Das Mond. Das ist die Erde. Das blaue Ding ist die Erde. Na gut, aber immerhin Mond, ne? Ist schon merkwürdig, vom Mond hinaus schon genau anders verkehrt herum. Ja. Und das war ja bei dem zweiten. Captain Todd! Captain Todd, 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 Johnny Boy! Hast du. Du hast Bowser besiegt. Ja, das gelingt dir eigentlich immer, aber trotzdem gute Arbeit. Ach ja, und ich bin derweil auch nicht unschuldig. Ich habe einen Mond für dich aufgetrieben. Alter, wenn Todd irgendwann mal seine Schulden hier einklagt, ne? Ich meine, danke, Captain Todd, aber wenn der mal seine Schulden. Oh, ich liebe Captain Todd übrigens. Wie gesagt, ich glaube. Ja, perfekt. Mit Hutlandkunst gefunden. Exzellent, das ist die Erde. Da wäre ich jetzt echt nicht drauf gekommen. Da wäre ich jetzt echt nicht drauf gekommen. Aber ist doch schön, dass wir es geschafft haben. Aber ich muss natürlich dazu sagen, wir wollen jetzt nicht im Mondland weitersuchen, weil, wie gesagt, im Hutland fehlen uns zwei Monde. Und dann hätten wir das komplett abgeschlossen. Außerdem können wir da noch ein Souvenir kaufen. Und das wäre halt auch schon eine ganz nette Sache. Deswegen fliegen wir zurück ins Hutland. Nach diesem kurzen Ausflug ins Mondland. Und da werden wir uns ja auch später natürlich auch noch drum kümmern. Das ist natürlich klar, ne? So, das Intro hier, das brauchen wir alles nicht. Lande Mario. Und dann müssen wir versuchen, die letzten paar Monde hier aufzutreiben. Bestimmt machen wir auch nochmal irgendwann das Luigi-Spiel. Bestimmt. Aber nicht in diesem Part, denn in diesem Part werden wir heldenhaft das Hutland vervollständigen. Die waren ja alle noch bei diesem Turm. Das heißt, erstmal zum Turm hin und dann können wir uns damit auseinandersetzen. Wo genau das denn beim Turm jetzt ist. Komm, wir nehmen jetzt mal so einen Flugigumba. Wie wir sie auch gerne nennen. Flugi McFluggumbas. Gucken wir einmal kurz an den Turm. Ich möchte einmal rumfliegen, weil ich meine mich zu erinnern, dass da ein Eingang auf der Rückseite war für irgend so ein Secret. Vielleicht haben wir da den Bonusmond noch nicht gemacht. Da müssen wir uns jetzt einmal kurz, ne,
versichern. Was sagt Mr. Kerbs? Ich erinnere mich an diesen Ort. Das heißt ja im Prinzip, bestimmt gibt es hier noch Monde. So, die eine oder andere Münze. Ja. So. Aber da drunten ist nichts, oder? Ich glaube, da ist nichts. Aber das wäre so ein Versteck, das ich auswählen würde. Nee. Da drunter ist wohl nichts. Oder irgendwie hier so ein Seiteneingang bei den Wellen oder so. Das würde ich ja machen. Nein, oh nein, 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 nein. Das war nicht so schön. Da haben wir zu viel riskiert für Münzen, die wir gar nicht brauchen. So, aber... Oh nein. Man kann durch das Tor da durch, oder? Oh nein. Ja, und was mache ich, wenn ich da durch bin? Da ist kein Loch in dem Gitter. Und da ist leider ein Loch in dem Gitter. Da hinten sind Münzen auf jeden Fall. Das heißt, wir müssen da durch. Schnell! Puh! Jetzt sag mir nicht, das habe ich nur für Münzen hier gemacht. Nee. Da ist noch ein weiterer Weg für uns. Und da haben wir auch den Secret Mount gefunden. Mit der Giftwellenschlitterei. Dann können wir hier auch wieder runter. Und ich würde sagen, damit haben wir ja den Secret Mount schon gefunden. Den richtigen Mount hier müssen wir gar nicht mehr suchen. Warum auch, ne? Wir brauchen den ja gar nicht mehr finden. Und da verschwenden wir ja nur unsere Zeit, wenn wir da jetzt einmal komplett durchlaufen würden. So, dann kapern wir einmal dich, um hier irgendwie wieder zurückzukommen. Und hier ist halt die Kacke so ein wenig am Dampfen sozusagen. Leider habt ihr vielleicht schon im Video jetzt gemerkt, dass das alles nicht ganz so flüssig war, sozusagen wie das angezeigt wurde. Und ja, irgendwann ist dann die Aufnahme schlichtweg hängen geblieben. Und ja, ich versuche das jetzt halt alles noch ein bisschen im Schnelldurchlauf euch zu zeigen, damit es nicht ganz so schrecklich zum Ansehen ist. Ja, wie gesagt, irgendwann hat die Aufnahme dann komplett angehalten. Wir hatten ein stumpfes Bild. Ich meine, das kennen wir, glaube ich, auch aus den Streams, wo wir ja auch teilweise nach 2-3 Stunden irgendwann einmal die Capture Card neu anstöpseln müssen. Und wie gesagt, ich habe jetzt auch wieder über 2 Stunden aufgenommen hier für die ganzen Parts. War halt ein bisschen Leerlaufzeit dazwischen. Ja, vielleicht muss ich da einfach in kleineren Intervallen aufnehmen sozusagen. Und dann immer ein bisschen Pause dazwischen machen, um sozusagen sicher zu gehen, dass das hier alles problemlos funktioniert. Leider ist damit auch verloren gegangen, wie ich den letzten Mond hier eingesammelt habe. Und ich möchte euch auch noch eine kleine Szene zeigen, bevor ich euch zeige, wo ich diesen Mond gefunden habe damit. Ich möchte ja, dass das alles vollständig ist, deswegen auch dieser, na, nicht ganz so tolle Part, ne, aber ich möchte halt einfach, dass hier auch alles drin ist in dem Let's Play. Und bevor ich euch jetzt zeige, wo der letzte Mount ist, den wir hier gesucht haben, zeige ich euch noch einmal, wie gut ich zwischendurch drauf war, um diese Steine hochzukommen, weil die haben mich echt fertig gemacht, weil ich da immer wieder verkackt habe. Also, hören wir uns einmal kurz an und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich bin vollgelassen. Mir macht dieser ganze Nonsens hier gar nichts. Das ist mir alles egal. Mein Blutdruck ist nicht 1 Milliarde. Eher 2 Milliarden. Mir scheint es, als gäbe es hier nichts mehr zu tun. Da liegt Kerbi richtig. Allerdings konntet ihr den Part nicht sehen, wo denn jetzt der letzte Mond war, wo ich den herbekommen habe. Und deswegen, damit das hier alles komplett ist, möchte ich das auch einmal zeigen. Und ich bin hier durchgedreht. Leider ist halt vieles davon jetzt weg, dadurch, dass die Aufnahme nicht richtig geklappt hat.
Aber ich bin hier. Okay, genau. Genau, ich bin hier ordentlich durchgedreht. Das fand ich alles nicht so toll. Bin ich hier direkt nochmal gestorben. Und ich weiß nicht, ist halt schade, dass jetzt auch das Kommentar dazu verloren ist. Wie ich halt so ein bisschen ausgerastet bin hier. Ist ja sicherlich auch interessant zu hören. Aber, naja, mit der Situation müssen wir jetzt halt klarkommen. Am besten warten wir hier einmal, bis sie sich wieder rausschieben. Dann haben wir hier ein bisschen mehr Zeit hochzugehen. Ich habe ja auch immer coole Moves gemacht, aber die sind ja jetzt auch Geschichte. So. Ich glaube, hier ist es tatsächlich noch nicht. Wir müssen jetzt erstmal hier rüber. Dann müssen wir hier hoch. Da war ich nicht so. Genau deswegen mag ich dieses Level nicht. Ihr merkt es schon hier. Das ist hier schon wieder drauf und dran, mich hier zu vereiern. Also wirklich, das Level ist echt nicht meins. Das merkt ihr hier schon. Immerhin den Jump hier habe ich gelernt. Dass man da ein bisschen schneller rüberkommt. Habe ich so zwangsweise gelernt. Einmal den. Sehr, sehr schön. Nein! Das war auch schon wieder ein dämlicher Fehler. Und jetzt versteht ihr vielleicht, warum ich hier nicht so der Fan von war. Aber wie gesagt, leider ist das jetzt wenig verloren. Die ganze Videospur hat angehalten, wir haben nur noch ein Bild gesehen. So macht das natürlich keinen Spaß. Ich glaube, hatten wir noch Spielsound, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, die Capture Card hat da nicht mitgemacht. Kann man nichts machen, ne? Kann man halt nur versuchen, das jetzt zu replizieren. Oh, war das close, ey. Sehr, sehr schön gemacht. War das schon? Ah, hier ist das schon. Ich bin viel zu weit. Wir sehen da hinten den Mond. Den hatten wir noch nicht. Klar, der ist jetzt halt grau, weil wir ihn eingesammelt haben. Da ist er versteckt. Bin ich schon wieder zu weit gelaufen. Den haben wir eingesammelt. Und das war der letzte Mond, den wir hier tatsächlich benötigt haben. Und ich glaube, damit haben wir alle Monde im Hutland zusammen. Das ist natürlich eine schöne Geschichte. Gucken wir mal nach. Schaut sehr, sehr gut aus hier. Und ja. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen, auch wenn dieser Part jetzt vielleicht ein bisschen unorthodox ist sozusagen. Aber naja, ne? Ich hoffe, dass ihr damit klarkommt. Deswegen würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal wieder bei Super Mario Odyssey und tschüss.